So. Jetzt denke ich, kann man ja einfach mit Stufen machen. Es hat, glaube ich, dann auch schlussendlich mit Stufen funktioniert. Ja. Hat, glaube ich, auf Anhieb doch noch nicht funktioniert. Auf jeden Fall hat das da schon gepasst und ich glaube, ich konnte. Ja, ich konnte deine Fackel setzen, aber es hätte mir überhaupt nichts gebracht. Auf jeden Fall, ich wollte theoretisch, ich wollte sogar schon da runterspringen, aber dann einmal außen rum zu buddeln, ist mir doch ein bisschen klüger vorgekommen. Und ich glaube, und da ist sogar ein Creeper. Und ich glaube, du bist dann auch noch voll Karacho in diese Höhle runtergefallen. Richtig. Ich habe mir nur so gedacht, was zur Hölle geht mit dir ab? Da habe ich jetzt schon mal zugemacht und ist schon wieder sicher. Jetzt kann man auch da ordentlich runtergraben. Und sogar, ja, da kann man schon runtergraben. Und ich habe sogar, glaube ich, da geschafft. Ja, da habe ich es auch geschafft, einen Block zu setzen. Wirklich Millimeterarbeit, vor allem mit diesem eher runden Fadenkreuz. Das ist wirklich nicht so einfach. Vor allem jetzt habe ich nur noch eine Leiter. Ich glaube, das habe ich da in dieser Hetze quasi gar nicht bemerkt. Auf jeden Fall hat da jetzt wieder alles funktioniert. Und ich glaube, jetzt tue ich auch wieder in einem Einer Schacht. Nein, ich mache doch den Zweier Schacht weiter. Wobei, ich glaube, dass der Einer Schacht, da kannst du ja fast nicht runterfallen. Da brauchst du dich nur umdrehen und bist wieder. Ja, aber beim Runtergraben ist es ja sehr tückisch, schon, ja, einen Einerschacht zu machen. Weil wenn da einmal drunter Lava ist, dann, bist du hin. Dann war es das, ja. Das heißt, du könntest es so machen, du dürftest du immer nur ein paar Leitern mitnehmen und eine Spitzhacke, dass es nicht so weh tut. Außerdem konnten wir nicht in die. Und da habe ich jetzt gedacht, dass dein Creeper ist, aber es war dann doch nur Liane. Ja, genau. Wir haben auch gedacht, was zur Hölle, da bin ich schon oben und warum ist ein Creeper in unserer Bude? Auf jeden Fall stehst du da immer noch bewegungslos rum. Nein, da war ich, da habe ich schon abgebaut gehabt, das Eisen, und das war schon im Ofen. Ja, und da mache ich jetzt wiederum ein paar Leitern, die sich gerade nicht auf 5... Nein, es geht sich gerade um 2 verdammte Sticks nicht aus. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da jetzt mit deiner deutschen oder der englischen. Ja, ich tue da jetzt die Höhle sichern. Also den Eingang trennen von der Höhle. Ja, ist schon ganz clever. Dass die ganzen Monster halt nicht aus der Höhle kommen, sondern wenn, dann nur von draußen. Da kann man das besser kontrollieren. Da braucht man nicht jedes Mal Angst haben, wenn man rausgeht. Aha, da hat dein Computer ein bisschen geleckt auch, sieht man immer wieder die Blitzer. Ja, das ist in dieser Aufnahme häufiger passiert, wie gesagt, ich habe noch was hochgeladen nebenbei. Ja, und das ist genau das, was ich immer dir sage, das sollst du nicht tun. Das ist nicht das. Und da habe ich jetzt sogar Kohle gefunden und ich glaube, wir nähern uns jetzt schon auch langsam dem Ende dieser nachkommentierten Aufnahme, weil diese Kohle ist Teil und dieses Eisen ist Teil einer großen, großen Höhle, die, naja, eigentlich genau das ist, was wir brauchten. Ja, aber ich glaube, da bin ich dann untergefallen, ne, in diese Höhle. Ja. Weil du hast abgebaut und ich habe unten abgebaut wollen und das war's dann. Nein, ich glaube, du hast übersehen, dass da keine Leitern mehr weiter runterführen. Ich glaube, du fällst jetzt eh gleich durchs Bild links. Ja, da bist du durchgefallen. Ja. Ich glaube, ich habe mich tot gelacht. Und habe dir sogar noch ein paar Leitern runtergeschmissen. Ja, ja. Und sogar Steine. Ja. Und da ist sogar Gold, Eisen und Gold, ja, ja. Und haben wir dann das Gold gefunden. Das ist dann so die Höhe, da findet man Gold und Diamanten und ist eigentlich alles leibend.
Ja, da sind, glaube ich, 2 oder 3 Gold gewesen. Und Lava und ein Creeper. Der, glaube ich, nicht explodiert ist, oder? Nein, den hast du erledigt. Wir müssen ja eigentlich sogar schon wieder einiges an... Und da ist Redstone! Richtig. Redstone, ja, mit dem, was zu bauen ist. Und das Skelett kommt von wo? Von da. Da hinten, ja. Ja, da ist Redstone und da ist ein großes Lavafeld. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall keine Sorge haben, dass wir nicht genug Lava haben. Richtig. Und da habe ich zugebaut, ganz einfach, weil wir uns auf Strip Mine konzentrieren wollen. So ein Schachtelfeld wie da reicht völlig aus, damit keine Monster durchkommen, weil Spinnen sind zwar nur 1 hoch, aber 2 breit. Richtig. Und die anderen halt 2 hoch und 1 breit. Außer die kleinen Slimes, die kommen auch da durch, aber die sind, glaube ich, nicht einmal gefährlich. Ja, da kann man nirgendwo durch. Das ist sehr schön. Und da gibt es jetzt das Redstone. Ja, sollten wir überhaupt was mit Redstone bauen? Ja, was meinst du? Brauchen kann man es immer. Und wenn wir es für einen Kompass bauen, verwenden können. Nein, ich meine zum Beispiel sowas wie... Ja, sowas wie mit Pistons. Ja, zum Beispiel... Und diese Idee möchte ich jetzt nicht klauen, das hat, macht eh schon inzwischen jeder, eine automatische Erntemaschine zu bauen. Das heißt einfach, dass man sich einfach keine Sorgen mehr ums Weizen machen muss und dadurch... Ah ja, hier habe ich noch eingezäunt, damit wir nicht irrtümlich in die Lava fallen, so schusselig wie wir teilweise sind. Jo, man weiß, dass da Lava ist, aber man kommt halt nicht mehr einfach zu ihr hin. Und hier, dieser Redstone, dieses kleine Redstone-Vorkommen, nutzen wir dann auch für unser Strip-Mining. Soweit ich das weiß. Da war jetzt auf jeden Fall Gold und... Ja, oh. Gold und Redstone. Richtig. Nur halt keine Diamanten. Da aber teilweise Redstone... Müssten wir weiter schauen. Vielleicht unter der Erde oder wenn wir die Höhle weiter... Aber teilweise ist Redstone doch schon richtig schwer zu finden. Also ich glaube, neben Diamanten ist es sogar fast häufiger als... nein, es ist, glaube ich, es ist häufiger als Gold, glaube ich, fast. Zumindest nicht diese kleinen, nicht diese kleinen Bröckeln, so, die sind sicher häufiger als Gold, aber wirklich das Redstone Ore ist nicht so häufig wie Gold. Obwohl ich mich da natürlich auch völlig irren könnte, aber irgendwie glaube ich, irgendwie habe ich das so ein Gefühl, weil ich meine, mit 46 Redstone kann man vielleicht schon so eine kleine Erntemaschine bauen, aber es ist auf jeden Fall nicht genug für größere. Ja, wir brauchen das ja nur, um uns ernähren zu können, also wir brauchen ja da nicht riesig. Dass man halt kleinweise Vorräte anlegt. Wir könnten uns zum Beispiel auch theoretisch mit. Und ein Zombie drin. Theoretisch auch mit Redstone einen schönen Eingang machen, der halt immer verschlossen ist, außer man drückt auf einen Schalter, geht er kurz auf und schließt sich dann wieder. Richtig. Von innen und außen, weil. Ja, das kann man dann sich entscheiden, richtig. Könnte man du siehst, ich habe da einen zweiten Ofen gebaut, weil da habe ich jetzt das Eisen und das Gold extra gemacht. Komm's, Gold. Glaub mir das Gold. Na, ich wollte eigentlich nur mein eines Eisen da reinlegen. Da ist auch noch ein bisschen Eisen drin. Naja, das habe ich alles gleich in den Ofen geschmissen. Redstone ist, glaube ich, sogar das einzige Erz, was man nicht brennen muss. Mhm. Auf alle Fälle ist es so, dass jetzt gleich unsere Zeit vorbei ist. Wir hören jetzt dann gleich auf. Weil ich bemerke, dass ich nicht auf Aufnahme beginnen gedrückt habe. Ja, war eine ganz eine intelligente Idee. Auf alle Fälle, ich will mich verabschieden jetzt. Ja. Wir hören jetzt auf. Ja, richtig, jetzt hören wir auf und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, und jetzt, mein Vater ist jetzt schon raus und jetzt sieht man jetzt noch gleich, jetzt sieht man, Aufnahme nicht gestartet. Ich denke, ich werde verrückt und man sieht es auch gleich zum Ausdruck und ich sage auch bis zum nächsten Mal wieder live, wieder mit uns beiden und Tschüsschen, ciao, Papa.